Hallo Freunde des Lichts. Es ist früher Morgen und ich bin gerade unterwegs zu Almut. Ich habe gestern Abend noch, das habe ich jetzt nicht im Video gezeigt, weil ich habe es schon mal gezeigt, wie ich den Ableger geholt habe, wie ich den eingepackt habe, Flugloch zu, Gurtraum etc. Und deswegen verändert sich nicht viel. Aber ich fahre jetzt zu Almut und bringe mein Bienenvolk zu ihr an den Stand. Sie hat einen Stand im Wald und hoffe dadurch, dass mein Volk noch ein bisschen Waldhonig einträgt. Es wird nicht viel sein mit einem Volk, okay, aber mal sehen, ob es überhaupt welchen gibt. Ganz interessant ist einfach die Technik, dass der Imker mit seinen Bienen wandert, so nennt man das. Und ich wandere jetzt mit meinen Bienen vom eigentlichen Standort auf den anderen Platz. Wenn man dadurch ein gewisses Gebiet verlässt, also seinen Umkreis verlässt, dann muss man auch ein sogenanntes Gesundheitszeugnis von dem BSV, von dem zuständigen Bienensachverständigen, muss man haben für sein Volk oder seine Völker. Habe ich natürlich für das Volk, ist klar. Und das muss dann am Stand aufgehängt werden, also direkt an der Beute im Fall der Fälle. Und der zuständige BSV von dem Standplatz, wo man die Bienen aufstellt, der muss auch informiert sein. Der muss wissen, welche Bienen wo stehen, wem die Bienen gehören, die da stehen. Und es muss auch jederzeit jemand am Stand sehen können, wohin die Bienen gehören eigentlich. Wen er kontaktieren muss, im Fall, dass irgendeine Seuche ausbricht oder sonst irgendwas, kann es sein, dass bei einem anderen Imker am Stand zum Beispiel die Faulbrut festgestellt wird und dann dürfen alle Bienen in einem Umkreis von X nicht mehr wegbewegt oder hineinbewegt werden in dieses Gebiet. Das hat seinen Sinn einfach darin, in übertragbaren Krankheiten die einzudämmen oder im Griff zu halten. Und jetzt mal schauen. Ja, also wir stehen jetzt hier unter einer Tanne und wollen prüfen, ob die Tanne honigt. Und dann schauen wir auf diesen Blättern, die da drunter sind von einer anderen Pflanze, ob solche kleinen Spritzer da drauf sind. Kann man es erkennen? Ja, ja. Man sieht es gut. Und natürlich auch fühlen, ob die frisch sind. Okay, die lassen sich verschmieren. Wenn sie eingetrocknet sind, ist es schon zu spät. Also leichte Tracht ist da. Hier sieht man es auch wieder. Diese kleinen Tröpfchen. Das ist der Honigtau. Und wenn wir das sehen, lohnt sich mit den Bienen noch. Tja Leute, jede Menge Informationen. Da kann man lernen vom Profi.
Streu, das was hier irgendwo reinsetzen kann. Das, ja. Das ist ja nachher dann. Ja, ja. Vielleicht abnehmen. Jetzt überleg mal, was du zuerst machst. Aufmachen? Die sind so ruhig, da würde ich jetzt wahrscheinlich sogar gar keinen Rauch dran machen. Ich würde einfach nur die Folie abziehen und die Arme aufsetzen. Täusch dich nicht, die explodieren meistens jetzt, die warten ja, dass sie raus können. Und wenn du jetzt aufmachen würdest, würden die auch mit deinem Schuss alle rauskommen. Und so kommen die jetzt oben raus. Achso, deswegen dachte ich erst nachher aufmachen. Egal, was raus, die wollen jetzt. Ja, ich habe es jetzt noch nie so rumgemacht. Wir können doch alles rum. Ich denke doch nicht, das habe ich auch festgestellt. Wenn ich vorne aufmache, dann quillt. Ja, das kann sie. Naja, gut, kann schon sein. Wenn man es kann es ja mal machen. Vorsichtig, aber mit Rauch unbedingt. Ja. Dass du den gleich parat hast. Quillen sie weniger. Das nicht funktioniert. Gut, und da hast du jetzt Mittelwände drin? Ja. Summ, 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 Bienchen summ herum, über Stock und über Steine, aber bricht dir nicht die Beine. Summ, 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 Bienchen summ herum. Aber wir sind noch ein wenig müde heute Morgen. Ja, also. Na, dann kommt das Gesundheitszeugnis noch an den Stand. Freunde, das ist also jetzt hier der Stand, der Bienenstand, der Waldstand von Almut, die sehr, sehr viel Erfahrung hat, was Bienen angeht, ein paar Jahrzehnte. Und ich darf mich dazustellen, was mich sehr freut. Vielen, vielen Dank, Almut. Ist nicht so ganz selbstverständlich, deswegen gute Sache. Und jetzt mal schauen, was draus wird. Mal sehen, was die Bienchen eintragen, ob sie was eintragen. Aber ihr werdet dann erfahren von mir. Wir sehen uns.